Herzlich willkommen zu Zwischen Bühne und Mikrofon, der Podcast mit Santiago Ziesmer. Ich bin Santiago, euer Gastgeber, und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben wieder einen ganz tollen Gast heute, und zwar den wunderbaren... Engelbert von Nordhausen. Jawohl, könnt ihr doch, oder? Wir wollen mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ja, allerdings. Nicht nur vom Synchron, weil wir sind ja zwei alte Theaterhasen. Mhm. Ja. Freie Volksbühne. Ja. Da hast du immer den Jürgen besucht. Jürgen Borgen, genau. Jürgen Borgen. War ein Kollege und ihr habt zusammen gespielt. Wir haben zusammen gespielt in Romeo und Julia. Genau. Genau, genau. Und da, deshalb haben wir uns immer getroffen. Ne? Richtig, und, genau. Ja, mit ein paar Kollegen, so ja, nach der genau. Vorstellung waren wir abends dann oder noch. Oder unten in der Kantine. In der Kantine und haben dann noch so einen kleinen Absacker getrunken oder genau, wie auch immer. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Ja. Und da war ja auch der Klaus Hoffmann oft dabei, der damals ja anfing. Klaus Hoffmann, der Sänger, der heutige Sänger. Genau, hat ja Romeo gespielt. Richtig, ja. Genau. Ja. Der hat ja ein paar Stücken auch an der Volksbühne. Ja. Ja, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Genau. Und dann hat mich irgendwann der Randolf Kronberg, der auch ein bekannter Synchronsprecher war, mit dem zusammen habe ich ja gespielt. Was haben wir noch gemacht? Ach so, Käthchen von Heilbronn. Ah, und ja. Und da standen wir zum Auftritt in voller Rüstung, Schepper. Ja, wunderbar. Und dann sagt er, sag mal, warst du schon mal irgendwie bei den Synchronfirmen? Ich so, nee, wieso? Naja, mit der Stimme. Ja. Und dann sagt er, na, ich gebe dir mal eine Telefonnummer, da rufst du mal an und da gehst du da mal hin zu einem Casting. Damals hieß es ja noch Probesprechen. Ja, und dann bin ich da vorbeigefahren bei der Arena, draußen auf der Charlottenburger Chaussee waren die damals. Ja. Genau da. Okay, und die haben mich dann genommen. Und dann habe ich aber ganz viele kleine Rollen gesprochen, jahrelang, Menge Masse gemacht, jahrelang. Ja, Leute denken immer, man fängt gleich mit Hauptrollen an oder denken, ich will Synchronsprecher werden. Ja. Das ist ein steiniger, langer Weg und man fängt mit kleinen Sachen an. Natürlich. Ja, also damals war es so. Damals war es auf jeden Fall so. Also ich glaube, ich habe so von 76, 77 bis so 83. Und dann holte mich der Thomas Keck für einen Film, der hieß, da habe ich Tim Curry gesprochen und der hieß der Film Alle Mörder sind schon da. Ach, und da musste ich so schnell sprechen. Oh Gott, und Völz hat erst gesagt, na, das wäre eine schöne Rolle gewesen für Grässiker bei der Filmvorführung. Ja. Da hat er gesagt, das wäre eine schöne Rolle gewesen für Grässiker. Naja. Olli Grässiker, ja. Ja, und dann habe ich das gesprochen. Und am Schluss sagt der Völz zu mir, mein lieber Mann, ich muss dir ehrlich sagen, das hast du prima gemacht. Ich kenne keinen, der so schnell sprechen kann wie du. Damit will ich sagen, heute könnte ich den Film nicht mehr synchronisieren. Richtig, ja. Das ist mir ein bisschen zu schnell. Können wir uns die Hand geben, das schaffe ich auch nicht mehr inzwischen. Ja, man muss ein bisschen langsamer auf dem Weg sein. Ja. Ja, und so geht das dann los und so haben wir dann unseren Weg gemacht. Ja, genau. Wir haben öfter zusammen auch in einem Studio gestanden, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Film und das waren noch die schönen Zeiten, wo wir gemeinsam vor dem Mikrofon standen. Genau, und das hatte ja den Vorteil, dass man immer eine gewisse Nähe hatte zu seinen Kollegen. Richtig. Das war eine schöne Zeit. Absolut. Ja, und wir haben auch viel Spaß gehabt im Atelier. Wirklich. Ja, und das fehlt heute wirklich, wenn man da einfach so alleine kommt. Natürlich hat man dann auch Kollegen hier in der Regie oder die man auf dem Flur mal trifft hier die anderen Leute, die dazugehören, Cutterinnen, Tonmeister oder so. Aber einfach dieser Kontakt zu Kollegen, nicht, wo man sich ausgetauscht hat, auch was erzählt hat und ein bisschen Spaß hatte und so, das haben wir ja überhaupt nicht mehr. Ne? Nee, wir stehen ja immer einzeln vor. Ja, das ist sehr, sehr weil jede, also jede Rolle, außer bei Menge Masse, das haben sie jetzt wohl wieder. Dieses Ensemble machen sie wieder gemeinsam. Ensemble haben sie gemeinsam jetzt wieder. Aber das war auch ein Wahnsinn, wenn du einen Film aufgenommen hast und ich habe eine Menge Regie geführt.
Dialogregie, also ich sag mal eine Hausnummer. Ich habe Heat gemacht. Ja. Weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt. Aber ja, habe ich noch als Videokassette, ja, glaube ich. Und, egal. Und Copland habe ich gemacht. Ah, das war genauso. Ja, ja, so ein, ja, Renner, ja. Ein toller Film. Ja, ja. Ja, und da habe ich die deutsche, ja, richtig, und da habe ich die deutsche Fassung gemacht. Und eine Outing-Komödie, In and Out, mit Kevin Klein. Sagt mir auch was. Ja, 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 ein, ja, sehr, sehr, ja, lustiger, ja, Film, sehr, sehr witzig. Bei Frau Kistner draußen, ach, in Babelsberg. Ja, 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 also, ja. Und dann, wie gesagt, bei Menge Masse, Ensemble, also wenn man dann einen ganzen Haufen, ja, hat, die wurden ja immer gemeinsam bestellt ins Studio, ja, dass man dann immer die einzelnen Kollegen, ja, ist ja auch hat. Und, ja. Und während der Corona-Zeit ging das ja nicht. Da wurden, nee, auch die Ensemble-Rollen einzeln aufgenommen. Ja, ja, richtig. Aber das war eben schwierig, weil wenn du jetzt eine Massenszene aufnehmen musstest, ja, und du hast dann immer drei Männer aufgenommen, drei Frauen, ja, und die wurden dann gedoppelt und, ja, ja, so weiter, ja, ja, und so fort. Aber es klang trotzdem nicht so, als wenn du so 10 Leute im, ja, Atelier gehabt hast, ja, ja, und die haben zusammen die ganzen Massenszenen bedient. Ja, ja. Ja, das war andere schon Dynamik. Ja, 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 stimmt, ja, ja. Ja, so ist das. Und wir waren ja vor, ist ja, waren wir zusammen, hatten sie mich untergebracht auf einem Konvent in Köln, und da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, okay, die werden dich kennen, Samuel L. Jackson, das werden sie wissen, die Leute wissen sie auch. Ja. Aber zum Beispiel bei Zeichentrick, also bei Animation, da habe ich ja irgendwann aufgehört. Ja? Also habe ich dann gesagt, ach nee, das ist mir zu anstrengend. Damals bei den DuckTales? Bei den DuckTales, da bin ich ausgeschieden, ja. Ja, ganz, ja, genau, ja, ja. Erinnert ihr euch an die DuckTales? Da war ich Quack, der Bruchpilot. Ja. Ja. Und ich war in 200 Filmen, 9 Filmen, Fred Feuerstein. Ja, und... und was habe ich noch gemacht? Naja, und ich habe auch den Gaston gesprochen in Beauty and the Beast. Richtig, genau. In dem Zeichentrickfilm. Ja. Wir haben ja zusammen eine Szene, wo dann der Opernsänger einen losgeknödelt hat. Ja, ja, immer wenn die Gesangseinlagen, ja, kamen. Fiel das völlig von meiner Stimme weg. Ja, ja. Also ich habe das nie verstanden. Ja. Naja. Naja. Aber ja, ist trotzdem schöne Verfilmung geworden. Absolut, ich, ja, absolut. Ja, ich finde, ja, die sehr, sehr süß. Das war damals Kemmer erste... war ja auch großartig. Ja, 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 Joachim, ja, Kemmer, weißt du noch. Richtig. Ja. Naja. Ja, und das habe ich, da habe ich mich jetzt daran erinnert, dass ich doch eine ganze Menge Zeichentrickfilme eben gemacht habe, gesprochen habe, ja, und auch aufgenommen habe. Peter hat, ja, das erzählt von dem. Turbo-Team. Peter, ja, Peter, ne? Peter Flechner, ja, eine Serie jemand als Regisseur, Turbo-Team. Und dann ist es ja so, dass auch die Fans einen manchmal wieder erinnern und sagen, richtig, ah, wir haben doch damals, richtig, das oder das. Richtig. Und da muss man selber, ach Gott, ja, hat, ja, man, ja, man, wir haben das ja nach so einer langen Zeit, ja, gar nicht mehr alles auf dem, na, meine Stimme, wenn du das hörst, ja, wenn du das hörst. Also ich habe hier so einen Dialog drin. Ja. Ah, das war dieses mit den Puppen. Dieses, wie hieß denn das noch? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Aber das war eine sehr süße Serie, war das. Aber wie hieß sie? Lazy Town. Lazy Town. Ah. Da habe ich den Bürgermeister gesprochen. Und zwar so, ja, so ein bisschen höher. Ja. Wunderbar. Ja. Aber man kann sich im Internet ja auch ein bisschen, aber, schlau machen auch. Dann kriegt, ja, ihr auch raus, wer was so gesprochen hat. Ja, aber Lazy Town, ich weiß, das war bei SDI. Ah, ja, 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 ja. Und das haben verschiedene Regisseure nachher gemacht. Also erste, die bisher nicht mehr wert war. Aber da haben sie mich eben... Ich habe von vornherein bei den Probesprechen habe ich so gedacht, der hatte ja nur so einen Haarkranz noch, mhm, ja. Und ich habe so gedacht, naja, wie spricht so jemand? Na, vielleicht so. Ja, naja, das könnte doch sein. Ach, meine Lieben, mir geht's gut, ja. Ja, und das, das war es dann auch. So wie ich auch, ja, Quack, der Bruchpilot, wird ja inzwischen von dem anderen gesprochen. Mich hat man gar nicht mehr gefragt. Mhm. Aber Quack, der Bruchpilot, war ja auch so eine, Herr Dag, wir können wieder losfliegen. Ich habe die ganze Maschine repariert. Ja, richtig. Ja, genau, ja, naja. Ach, herrlich, ja. Herrlich. Ja. Ja, ja, ja. So ist das alles. Also auf jeden Fall haben wir und werden wir Spuren hinterlassen. Ich denke schon, ja. Also ich denke schon. Ja, 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 ja. Also ich schreibe ja auch an meinem Buch.
Oh, schön. Der Stimmverleiher, da schreibe ich ja dran. Das ist ja so über einen Typen, der über die Synchronbranche zur multiple Persönlichkeit wird. Aha. Und dann in der Klapsmühle endet. Ja, ja, nicht ja. endet, sondern dann in die Klapsmühle kommt, da trifft er dann Herbert A. Knippenberg. Kennst du den Schauspieler noch? Das ist ein Berliner Schauspieler gewesen. Der hat immer so Eigeninszenierungen gemacht da in dem Kreuzberger Ach Theater. Gott, ja, ja, ja. Ja, ja. Und ja, der hat mir bescheinigt, dass ich keine Begabung hätte. Da ist er in guter Gesellschaft, nicht? Mit sehr bekannten Kollegen, die ihm damals auch gesagt ja, hat. Ja, ja. Wenn ja, gehen Sie mal zum, gehen Sie zum Synchron, da sind Sie gut aufgehoben. Ja. So. Aha. Haben wir da was? Was ist das denn? Ach, das ist hier. Der Quatschtütenwürger oder ja, wie? Ja, der Quatschtütenwürger. In SpongeBob, genau. Ja, genau. Ja. Der, ja. Ja, 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 ja. Also wir finden immer mehr noch. Ja, ja. Ja. Einiges zusammen. Ja. Naja. Na ja. Und der wollte dann, dass ich im Falstaff für ihn die Probengänge abgehe. Er wollte Falstaff spielen, der Herr Knippenberg. Ja, ne? Und wir unterhalten uns dann in dem Buch über Kultur und Kulturelles, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Und das aber sehr drastisch. Und das habe ich jetzt nochmal beim 10. Mal lesen, habe ich das nochmal ein bisschen umgestellt, ein bisschen entschärft. Sonst spricht ja niemand mehr ein Wort mit mir. Ja, ja, ja. Ja, und das will ich, dass das dieses Jahr eben rauskommt, der Stimmverleiher. Und schon rausgekommen ist ja von mir nicht so sehr erfolgreich. Truschel, der kleine Geisterhund bei Maritim. Na, die müssen wir mal gucken im Internet. Ja, Truschel, der kleine, ja, das findet man. Und das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Von so einem alten Haus, was geerbt wird von einem sehr modernen Mann. Die kommen aus Freiburg mit Familie, Frau und Kind. Ja. Und das Kind hat von Anfang an in diesem Haus schon Zugang zu den dort lebenden Geistern. Ah! Ja, und der Papa ist einer, der gar nicht an Geister glaubt. Mhm. Ja, und deshalb hat er immer gesagt, ach, jetzt hör doch auf mit diesem Mist. Ja. Es gibt keine Geister. Na, bis zu dem Tag, wo er mal einen richtig sieht. Ja. Und wie lange schreibst du schon? Wie lange gibt es die Geschichte? Naja, die Geschichte ist ja schon 10 Jahre alt. Ah. Da, aber bis ich sie dann so vorführbar hielt, hat es da noch eine Zeit gedauert. Ne? Aber dann jetzt ist es so und wir wollen jetzt nochmal, es läuft nicht so ganz so doll bei Maritim. Die haben ja auch so viel im Programm. Ja, die haben ein Riesenangebot. Die haben ein Riesenangebot und vielleicht für so Kinder, ja, weiß ich nicht. Aber ja, wir machen einfach Werbung. Ja, na sicher, wir machen jetzt was. Wir machen jetzt was. Also meine Freunde hier, Christopher Groß. Und der hat ja selbst auch so eine Kamera und wir werden damit auch jetzt mal einen Trailer versuchen. Sehr schön. Und den werden wir dann ins Netz stellen. Ein bisschen unter die Leute bringen. Genau. Ja. Weil viele, die sich vielleicht dafür interessieren würden, wenn die das nicht wissen, man muss das ja erstmal bekannt machen. Richtig. Du musst, also es geht heutzutage geht gar nichts ohne Werbung. Richtig. Das ist mal ganz klar. Ja, Mensch. Ich glaube, es ist ein Zahnarzt hier im Haus vielleicht. Ja, irgendeiner ist mit dem Bohrer unterwegs. Aber okay. Wir lassen uns nicht stören. Ja, ich hoffe, wir konnten ein paar interessante Infos weitergeben. Und maybe ein andermal. Dann sagen wir für heute Tschüss und vielen Dank. Ja, macht's gut. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ciao.